Ich koche vor Wut und ich bin traurig zugleich, denn was jetzt ans Licht kam, das ist ein Skandal und der kann auch Sie betreffen. Politisches Totalversagen hat 5,5 Millionen Menschen in große Not gebracht und das Haushaltschaos, das gießt Feuer ins Benzin dieser ohnehin schon brenzligen Situation. Die Bundesregierung, die kehrt dieses Thema unter den Teppich, aber es muss ans Licht. Ich erzähle Ihnen alles dazu. Ich bin Martin Werle, Autor des Spiegel-Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst«. Ich komme sofort zur Sache. Das Statistische Bundesamt, das hat herausgefunden, dass letzten Winter 5,5 Millionen Menschen nicht ausreichend heizen konnten. Das sind doppelt so viele wie im Jahr davor. Da sitzen also Mütter, da sitzen Kinder, da sitzen alte Menschen in ihren Wohnungen und frieren in unserem vermeintlich reichen Land vor sich hin. Sie würden die Heizung gern aufdrehen, aber sie können es sich nicht leisten. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Immer mehr Menschen schieben in Deutschland Hunger, können sich ihr tägliches Leben nicht mehr leisten oder stürzen gar in eine Obdachlosigkeit. Aber die rot-grün-gelbe Bundesregierung, die schiebt diese Armut noch an. Durch das dilettantische Haushaltschaos steigen die Energiepreise, weil geplante Subventionen wegfallen. Na prima. Vielleicht fehlt es in Sachen Armut an Expertise. Wie gut kennt sich Olaf Scholz, der knapp 400.000 Euro im Jahr verdient, der mit einer bestens versorgten Ex-Ministerin verheiratet ist und dessen Brüder als Manager, laut Aussage seines Vaters, noch mehr als der Kanzler verdienen? Wie gut kennt sich Olaf Scholz noch mit Armut aus? Wie gut kennt sich Porsche-Fahrer Christian Lindner mit Armut aus, der als Finanzminister über eine Viertelmillion verdient und vor seiner Ministertätigkeit als Vortragsredner an einzelnen Tagen, so dem 6. Juli 2021, zwischen 17.500 und 37.000 Euro Nebeneinkünfte kassierte, laut Abgeordnetenwatch? Bis zu 37.000 Euro, fast das Jahresgehalt eines Normalverdieners an einem einzigen Tag neben stattlichen Diäten als Abgeordneter? Und wie gut kennt sich Robert Habeck, der Sohn eines Apothekers, mit Armut aus? Wie ausgeprägt ist sein Bewusstsein dafür, dass er sich nicht nur ums Klima der Erde, sondern auch ums soziale Klima im Land kümmern muss? Der Schweizer Vordenker Hans A. Pestalozzi, ein ehemaliger Manager, hat in seinem Buch »Auf die Bäume, ihr Affen« schon vor Jahrzehnten festgestellt, wenn Politiker von dem, was sie entscheiden, selbst nicht mehr betroffen sind, dann wird keine Politik mehr für die einfachen Menschen gemacht, sondern oft gegen ihre Interessen. Tatsache ist, immer mehr Menschen essen bei Tafeln, weil ihnen das Geld für Lebensmittel fehlt. Sie können sich kein Kino mehr leisten, kein Theater, keine Ausflüge und erst recht keinen Urlaub. Und auch das Autofahren können sie sich kaum mehr leisten, weil Benzin immer teurer wird. Vielleicht schaut Robert Habeck gerade zu und sagt, aber Herr Werle, genau das ist doch gewollt. Unsere Energiewende basiert auf der Idee, dass wir fossilen Brennstoff so lange teurer machen, bis keiner ihn sich mehr leisten kann. Ich halte das für ein Märchen, dass es sich keiner mehr leisten kann. Denn wenn wir das Öl teurer machen, fahren die Reichen einfach weiter. Wenn wir das Gas teurer machen, heizen die Reichen einfach weiter. Und wenn wir die Lebensmittel teurer machen, essen die Reichen einfach weiter. Wer genug Geld hat, der braucht sich um solche Einschränkungen nicht zu kümmern, aber die Armen und die Normalverdiener, die trifft es volle Kanne. Aber diese Menschen stellen die Mehrheit in diesem Land und ihre Interessen, die dürfen nicht unter die Räder kommen. Ich unterstütze die Energiewende, aber ich fordere, dass sie sozialverträglich gestaltet wird. Und daran fehlt es bislang. Ich werde gleich eine aufrüttelnde Forderung an die Bundesregierung stellen, für die ich Ihre Unterstützung brauche. Bleiben Sie bitte dran. Vorher könnten Sie mich fragen, wie steht's bei Ihnen, Herr Werle? Kennen Sie sich denn mit Armut aus? Ja, das tue ich aus eigener Erfahrung. Als ich 1991 nach Hamburg kam, musste ich von meinem knappen Gehalt als Volontär einer Zeitschrift leben. Wenn der Monat sich dem Ende neigte, musste ich im Supermarkt immer mitrechnen. Kann ich mir diesen Joghurt jetzt noch in den Einkaufswagen legen? Reicht es noch für das Mineralwasser? Oder kann ich dann an der Kasse nicht mehr bezahlen, weil mein Geld nicht mehr reicht? Und überhaupt, was mache ich, wenn diesen Monat noch eine außergewöhnliche Ausgabe anfällt, zum Beispiel eine Reparatur an meinem Auto? Ich kann diese Beschämung noch in mir spüren, wie es sich anfühlt, wenn Freunde sagen, lass uns abends doch noch in die Kneipe gehen. Und man antwortet, ach, ich habe heute leider schon was vor. Aber wahr wäre, ich kann es mir nicht leisten. Es ist seelische Folter, in einer materiell orientierten Gesellschaft arm zu sein. Eines, das haben viele Politiker noch nicht verstanden, das größte Problem der Armut ist nicht der materielle Mangel, das größte Problem ist die Ausgrenzung.
Wenn der Besucher bei einem in der kalten Wohnung sitzt, wenn das Kind nicht mit zum Schulausflug kann, wenn man abgewetzte Kleidung tragen oder andere Menschen mit einem schlechten Gebiss anlächeln muss oder nicht mit ins Kino oder ins Theater kann, nur weil es einem am Geld fehlt, das ist Demütigung pur. Und es gibt so viele Menschen, gerade Ältere, die Anspruch auf Sozialhilfe oder Zuschüsse hätten, aber sie machen sie nicht geltend, weil sie sich für ihre Armut schämen. Das ist ja gerade der Wahnsinn. Arme schämen sich für ihre Armut, als wären sie nicht Opfer, sondern Täter. Darum ist die Armut in diesem Land so leise, darum demonstriert sie so selten auf offener Straße, darum wird sie von keiner starken Lobby vertreten und darum bekommen die Regierenden in Berlin so wenig von der Armut mit. Niemand gibt gern zu, dass es ihm materiell dreckig geht. Aber die Zahl der Armen wächst. Im Jahr 2022 waren über 17 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, jeder fünfte in unserem Land. Kein Wunder, denn Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor Europas. Viele Menschen mit normalem Gehalt und anständigem Beruf, die können sich das Wohnen, das Essen, das Leben kaum mehr leisten. Die Mieten in den Großstädten, die gehen durch die Decke und die Lebensmittel, die sind zwischen 2021 und 2023 um 27% teurer geworden. Wir nennen uns Leistungsgesellschaft. Das erweckt den Eindruck, wer wirklich etwas leistet, der kommt voran. Das behaupten Leute, die viel Geld verdienen, Manager, Politiker oder Showstars. Der Umkehrschluss ist dann, wer es nicht schafft, ist selber schuld. Aber das stimmt nicht. Denn wie definieren wir eigentlich Leistung? Was ist mit Berufen wie Erzieher, Krankenschwester oder Altenpfleger, die für die Gesellschaft höchst wichtig, aber viel zu schlecht bezahlt sind? Was ist mit jemandem, der seine Mutter oder seinen Vater pflegt und deshalb die eigene Karriere aufgibt? Leistet so jemand denn nichts? Was ist mit alleinerziehenden Müttern oder Vätern, die sich liebevoll um ihr Kind kümmern und deshalb nur Teilzeit arbeiten können? Leistet so jemand denn nichts? Was ist mit den unzähligen Rentnerinnen und Rentnern, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben und sich jetzt auch noch um ihre Enkel kümmern, aber nur eine winzige Rente bekommen? Leistet so jemand denn nichts? Sind das alles Leute, die es verdient haben, in einer kalten Wohnung zu sitzen und im doppelten Sinne klamm zu sein? Ich glaube, auch wenn Christian Lindner in seinem Porsche widersprechen wird, die wahren Leistungen unserer Gesellschaft, die finden nicht in der Arbeitswelt statt, sondern im Zwischenmenschlichen. Wer seine Kinder zu anständigen Menschen erzieht, leistet für unsere Gesellschaft einen größeren Beitrag als ganze Etagen des Top-Managements, die vor lauter Gewinn maximieren, nur noch Dollarscheine und keine Menschen mehr sehen. Und jetzt folgt mein Appell an die Bundesregierung, den Sie bitte unterstützen. Ja, Herr Scholz, wir brauchen eine Zeitenwende, aber diese Wende darf nicht darin bestehen, dass wir 100 zusätzliche Milliarden ins Militär stecken und sie im wahrsten Sinne verpulvern. Diese Wende muss darin bestehen, dass jeder Mensch wieder von seiner Arbeit leben kann und nicht jeder fünfte Deutsche arm ist. Und diese Wende, die muss darin bestehen, dass wir den Sumpf des Niedriglohnsektors in Deutschland trockenlegen und dass jeder Mensch im Winter so viel heizen kann, dass er in seiner eigenen Wohnung nicht frieren muss. Wir brauchen, lieber Herr Scholz, eine sozialere Politik, wie sie die SPD früher einmal vorangetrieben hat, zum Beispiel durch den Abgeordneten Ottmar Schreiner. Er starb 2013 und manchmal fürchte ich, mit ihm ist auch das soziale Gewissen der Sozialdemokratie verstorben. Versprechungen allein, Herr Scholz, reichen nicht. Ihre Regierung wollte dafür sorgen, dass 400.000 neue Wohnungen gebaut werden, aber es sind nur 295.000 geworden. Und von 100.000 angestrebten Sozialwohnungen kamen nur etwa 25.000 zustande. Dabei gehen die Mieten durch die Decke. Hinzu kommt die wachsende Belastung durch die hohen Lebensmittel- und Energiepreise. Darum brauchen wir eine soziale Zeitenwende. Ich habe von Ihnen gehört, Herr Scholz, warum Sie auf billige Energie aus Russland verzichten wollen. Es sollte eine Strafe für Putin sein. Aber ist Ihnen klar, dass es in Wahrheit eine Strafe für die Menschen in Deutschland ist, für die Armen, für die Mittelschicht und für unsere Wirtschaft, die ganz Europa hinterherhinkt und von Ökonomen schon als neues Griechenland bezeichnet wird? Und Putin, der seine Energie nun um drei Ecken an uns verkauft, der lacht sich ins Fäustchen. Bitte überdenken Sie diese Politik, die eine symbolträchtige Außenpolitik über das Wohlergehen der Menschen im eigenen Land stellt, auf die Sie Ihren Amtseid als Kanzler geleistet haben. Für mich ist Deutschland erst dann ein reiches Land, wenn es auch den Ärmsten hier gut geht. Ich will, dass niemand bei uns frieren muss. Die bisherigen Heizkostenzuschüsse haben leider nicht gereicht.
Bitte tun Sie mehr dafür, Herr Scholz, damit das soziale Klima in diesem Land wieder wärmer wird und in den Wohnungen, dort muss es auch wärmer werden. Schauen Sie jetzt unbedingt noch mein Video darüber, wie der NATO-Boss sich verplappert und eine sehr brisante Sache über den Ukraine-Krieg verraten hat. Es ist ein unglaubliches Zitat. Klicken Sie es bitte hier und wir blenden es am Ende nochmal zum einfachen Anklicken ein. Und nutzen Sie mein kostenloses Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Es kann Ihr Leben verändern, Sie erfolgreicher machen, selbstbewusster und glücklicher. Klicken Sie jetzt hier oder in der Infobox. Eigentlich kostet dieses Webinar 50 Euro, doch im Moment ist es kostenlos. Nutzen Sie diese verblüffende Methode, um Ihr Leben dauerhaft zu verbessern, mit nur 3 Minuten Aufwand am Tag. Abonnieren Sie gern mit Glocke, dann bekommen Sie bei jedem neuen Video eine Nachricht. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behle.